Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Dawn's Paradox. Kapitel 2 will ich jetzt auf jeden Fall fertig machen, das sind aber auch nur 6 Level. Mal gucken, vielleicht spielen wir in Kapitel 3 noch rein. Aber zumindest Kapitel 3 hätte ich jetzt ganz gern durch. Pfeil und Schwert. Ein Medaillonstück. Ich fühle mich jetzt schon wie in einem Wimmelbild. Irgendwie hat es auch ein bisschen was davon, ne? Ist mal schön irgendwas einsammeln, was natürlich zerbrochen ist in mehrere Teile und das in der Aussparung tun. Wie sollte es auch anders sein? Na, wenn da mal kein Schwert rein muss. Es folgten Jahrhunderte der Entdeckung und Abenteuer. Es war der Beginn des goldenen Zeitalters der Menschheit. Was? Waren wir nicht schon bei der ganzen... alle viel zu gierig und es hört nie auf Nummer? Das bezog sich auch vor 1000 Jahren, oder was? Oh no. Wie umständlich willst du es machen? So. Das funktioniert. Dann, was mache ich hiermit? Das ist im Fall nach oben, aber... Oder muss ich da was einsetzen? Wahrscheinlich muss ich da dann was einsetzen. Keine Ahnung. Weil ich dachte eigentlich, ich kann das Ding hier jetzt hochschieben, aber da passiert halt gar nichts. Aber okay, was haben wir denn jetzt davon, dass wir das gemacht haben? Das hat uns ja jetzt gar nicht weitergebracht, oder? Ist hier drüben jetzt irgendwas? Nein. Was brauchen wir denn hier überhaupt? Okay. Das macht vieles einfacher. Und dann können wir hier einfach den Pfeil einsetzen. Exakt das habe ich erwartet. Das und nichts anderes. Warum denn? Also ich finde die Idee ja ganz witzig, aber warum musste man das so umsetzen, dass man 18 Mal klicken muss? Ich finde, wenn sich alle drei Dinge auf einmal gedreht hätten, hätte das auch gereicht. Aber okay. Tal der Könige, okay. Nochmal Ägypten-Setting, da bin ich ja prinzipiell für zu haben. Nein, das hat nichts mit Ägypten zu tun. Never mind. Achso, das geht einfach so auf. Okay, dachte, da brauche ich den Hammer für. Das Zeichen sollten wir uns wahrscheinlich merken. Weil das taucht hier auf.
verbogene Gabel. Ah, das ist das dritte, wir brauchen. Wahrscheinlich schon noch irgendeins. Na komm. Ich drehe es zur Sicherheit so hin. Okay. Naja, gut, ich okay. Wir wissen, was rauskommen soll. Okay. Das ist jetzt nicht das, was ich erwartet hätte, aber okay. Klar. Geht einfach seinen Kopf auf. Was zur Hölle? Es schien, als könnten die Menschen alles schaffen, was sie wollten. Oder es zerstören. Ich ganz ehrlich. Ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, die Schriftrollen einfach nicht mehr zu lesen. Achso, das Stabteil nehmen wir auch mit. Dachte, das gehört dahin. Dann. Aber das Stabteil wird ja. Okay, irgendwo muss noch ein Fach sein oder irgendwas, wo wir. Ja, wir müssen halt mal hinter dem Wasserfall gucken, ne? Das ist so die Sache. Da ist halt ja was. Aber wie komme ich da hin? Reichen die drei Symbole schon, die wir hatten, und wir haben das nur in der falschen Reihenfolge gemacht? Wahrscheinlich nicht. Ja gut. Okay. Und dann kommt hier das Stabteil drauf. Und dann kommt da das Ding rein. Und dann kommt da das Ding rein. Und dann haben wir blaues Licht. Es leuchtet blau. Und dann friert der Wasserfall und das Eis können wir mit dem Hammer zerschlagen, okay. Ja, nette Idee. Müssten die noch irgendwie dazu kriegen, dass sie ihre Hände wegbewegen, ne? Der kleine Schild muss, glaube ich, schon da rein, aber wir müssen das noch irgendwie schaffen, dass die ihre Hände zurückziehen. Ah, können wir den Ding drehen, alles klar. Okay. Und was ist hier jetzt meine Anforderung? Also, ich kann hier jetzt halt Türme von da neu spielen, so, keine Frage, ne? Nee, kann ich Aber auf welche Seite will ich das haben? Also, habe ich da irgendwie einen Hinweis zu?
Abgesehen davon, dass das so mit einer Draufsicht auch irgendwie eher blöd zu machen ist, sich die Größen halt nicht so richtig gut erkennen lassen. Aber wahrscheinlich auf das obere, ne? Weil das rot ist und die anderen beiden sind blau. Okay, gehen wir einfach mal davon aus. So, warte mal, dann musst du dahin, du dahin, du dahin. Du dahin, so, 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 du dahin. Dann du dahin, du hier rüber, du darüber, du darüber, so, so, so. Okay, das war super weird. Ich glaube, mir fehlt ein Gem. Nee, doch nicht. Ich dachte, irgendwie vergesse ich immer, dass ich die Gems eingesammelt habe. Okay, das ist designmäßig halt ein bisschen cool mit den spinnenartigen Beinen da oben. Also ist schon auch sehr, aber hat was. Schließlich wurde das Auf und Ab von Krieg und Frieden gewaltsam und endgültig beendet. Ich kann der Zeitlinie dieser Story irgendwie überhaupt nicht folgen, die ergibt für mich gar keinen Sinn, aber okay. Okay, dann müssen wir gleich nochmal gucken, was wir brauchen. Hier das gleiche Spiel, okay. Ziehen wir jetzt also alle vier Ecken hier raus. Was zum Glück überhaupt nicht lange dauert. So, und dann machen wir hier was? Ist immer das nächste, aber das ist es offenbar nicht. Hilft mir hier die Lampe? Nee. Okay, da brauchen wir also noch irgendeinen Farbcode. Ich habe halt keine Ahnung, was das hier soll, ne? Irgendwo die Lampe und, also ich kann bestimmt irgendwo die Lampe und den Becher einsetzen, aber ich weiß nicht wo. Oh krass, ein Stein! Also, what? Okay, irgendwo. Ah, da sieh mal einer an, okay. Okay, das heißt, da brauchen wir dann... Ist das die? Kommt schon hin, ne? Die vier Punkte. Naja, das ist es auf jeden Fall. So, und da so ein bisschen... Alles klar.
Schon das, oder? Das ist total das. Und dann muss ich noch die... Ja, leck mich fett. Okay. Okay. Das hat eine Weile gedauert. Okay, und das ist jetzt alles? Okay. Aber mit der Machete können wir wahrscheinlich locker hier oben nicht. Dann hier unten? Okay. Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Ach so, das muss ich jetzt erst hier reinkippen. Alles klar. Und dann stelle ich den... Bra. Hier muss doch safe der Becher hin. Passiert hier, wenn ich das drehe, irgendwas mit dem Kram da drunter? Nein. Was ist denn mit dem Ding hier in der Tür? Nichts offenbar. Wenn ich da hinklicke, dreht es sich sofort weg. Aber sieht schon auch so aus wie irgendwas, was man braucht, oder? Also vielleicht nicht braucht, aber auf jeden Fall wie was, was da nicht hingehört. Aber wenn ich da draufklicke... Gehen wir halt sofort hier hin. Ah, so. Gut, das muss man dann auch zufällig finden. Ach so, nee, natürlich nicht. Aber wobei. Oder muss ich die jetzt alle tauschen? Please no. Oh Gott, das wird halt richtig furchtbar. Gerade mit nur einem leeren Ding ist das ja dann ultra die Fleißaufgabe.
Boah, Alter. Jetzt muss ich erstmal rausfinden, wo noch ein gelbes ist. Es ist jetzt nicht deren Ernst, oder? Okay, ganz, natürlich ganz unten. Wie sollte es anders sein? Aber wenigstens ist da ein grünes. Dann kommt hier das blaue weg. Hier kommt das gelbe hoch. So, dann ist hier oben nur noch gelb, oder? Dann haben wir doch das zumindest schon mal erledigt. Okay. Dann tauschen wir das so. Oh, wir haben sogar zwei leere. Okay, das macht es ein bisschen einfacher. Okay, das war jetzt schon einfach hart Beschäftigungstherapie. Ja, nee, ist klar. Das macht vollkommen Sinn. Oh nein, hätte ich noch drehen müssen, ne? Okay, das Level war schon eher irgendwie ungeil. Also das war so 50% erstmal rausfinden, was will das Spiel überhaupt von einem, und dann die anderen 50% einfach Beschäftigungstherapie.